Noch nicht. Jetzt. Hi, herzlich willkommen bei maxwireless.de. Mein Name ist René. Vor mir liegt der Option Xyphi. Das Gerät wurde bereits zum MWC 2012 in Barcelona Ende Februar vorgestellt. Wir haben es hier uns vor uns liegen mit dem Gerät, was eigentlich ein UMTS-Stick ist, beziehungsweise die Größe eines UMTS-Sticks hat. Allerdings mit einem WLAN-Chip ausgestattet ist, der BG und N beherrscht. Darüber können dann bis zu 8 Geräte angeschlossen werden und ins Internet gebracht werden, allerdings inklusive angeschlossenen Laptop. So sieht das Ganze aus, wenn es dann mit dem Logistiker bei euch ankommt und ihr das Paket ausgepackt habt. Hier haben wir dann den Stick selbst drin. Im Originalverpackungszustand ist auf der Rückseite dann noch ein Label drauf, wo entsprechende Parameter zu dem WLAN-Chipsatz von dem Stick enthalten sind. Wir haben hier dann noch eine Kurzanleitung und die sogenannten Batterie. Hinweis, dass das Gerät entsprechend entsorgt werden muss, falls es denn mal komplett hinüber ist. Hier ist, wie beim Autoschlüssel, lässt sich die USB-Schnittstelle ausfahren. Wir haben zwei Winkeleinstellungen, die möglich sind. Das heißt, wir können es dann entsprechend am Laptop anschließen. Wir haben dann hier die Möglichkeit, es einzustecken. Ist ein bisschen suboptimal, würde ich meinen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das so waagrecht zum Laptop anzubringen. Das Gerät an sich unterstützt HSPA. Im Downlink sind damit 14,4 Mbit möglich, im Uplink sind 5,76 Mbit möglich. Das Gerät unterstützt Quadband und Quadband GSM und Quadband UMTS. Und wie gesagt, das Besondere ist eben der WLAN-Chipsatz, der das Gerät dann zum persönlichen Hotspot macht. Ich habe dann außerdem die Möglichkeit, hier an der LED erstens den Zustand der Netztechnologie, ob ich 2 oder 3G habe, zu erfassen. 2G wird mit grün signalisiert, 3G mit rot. Über diese Taste, die LED ist auch gleichzeitig eine Taste, wenn die 3 Sekunden lang gedrückt hält, wird ein WPS-Schlüssel ausgesendet, der dann zum Beispiel zur Authentifizierung mit einem BlackBerry oder anderen WPS-fähigen Gerät die Verbindung zum WLAN vereinfacht herstellt, ohne dass man den Schlüssel immer eingeben muss. Hier oben bzw. unten haben wir den SIM-Karten-Einschub, an der Seite ein Slot zur MicroSD-Karten-Einschub. Die MicroSD-Karte lässt sich nicht im Netzwerk irgendwie bereitstellen in irgendeiner Form, sondern ist nur persönlich für den Rechner, der an dem Xyphi angeschlossen ist. Das Gerät wird an sich, ja, würde ich mal sagen, mittleren Umfang warm, allerdings jetzt nicht so warm wie zum Beispiel ein E398 von Huawei oder ein E587 ebenfalls von Huawei. Was noch eine Besonderheit ist, ist das Zubehör, was demnächst erscheinen wird. Gibt es dann zum einen Battery Pack, wo dann zwischen 4 bis 6 Stunden Laufzeit verspricht, wo man dann entsprechend den Stick anschließt. Es wird ein sogenanntes Car Pack Kit, wie auch immer, geben, wo dann die Möglichkeit gegeben wird, den Stick dann an einen Zigarettenanzünder anzubringen. Aber schon heute bieten viele Einbau-Nachrüstradios, wie auch immer, die Möglichkeit, über USB dann eben mit diesem Stick WLAN über Mobilfunk ins Auto zu bringen. Und zusätzlich kommt dann noch ein weiteres Pack, was für die Steckdose dann ist, eher für den Heimbereich. Preise dazu gibt es noch nicht. Das haben wir jetzt dann alles
Ah ja, die WLAN-Schnittstelle nochmal zurückzukommen. Mit dem Gerät könnt ihr auch entsprechenden Scan durchführen. Das heißt, könnt ihr WLAN-Netzwerk in eurer Umgebung entsprechend verifizieren und sobald dann mit dem eingebauten Webinterface ihr dann feststellt, mit dem sogenannten Smart Scan, ihr habt dann ein Gerät, ein WLAN Access Point in der Nähe, verbindet sich das automatisch, der Stick damit und die Verbindung wird nur noch über WLAN abgewickelt und nicht mehr über das Datenvolumen im Stick. So, ich denke, ihr habt jetzt einen relativ umfangreichen Eindruck von dem Gerät erhalten und lest dann alles Umfangreiche nochmal auch zusätzlich im Testbericht nach.